In Braunberg haben wir unser Nachtquartier. Eine wunderschöne Mopedstrecke, die ich hier mit meiner SH300 fahren kann. Ein erster Blick auf die Mosel bei Brauneberg. Wir fahren in Richtung Zell über die B50 und dann runter zur Mosel. Wir fahren ab Zell in Richtung Traben-Drabach auf der B53. Auch diese B53 entlang der Mosel ist wunderbar zu fahren. Kaum Gehoppel, wie eine neue Straße halt sein soll. Hier links fahren wir an Briedel vorbei, auf der B53. Es ist einfach eine wunderschöne Strecke und jeden Kilometer wert. Wir kommen jetzt gleich nach Traben-Drabach. Hier links sehen wir das wunderschöne Brückentor. Hier mussten wir eine kleine Umgehung durch die Ortschaft Wolf nehmen, um wieder auf die Hauptverkehrsstraße zu kommen. Weiter geht es nach Kröv. Die Straßen weiterhin ganz hervorragend. Es geht weiter in Richtung Kinheim. An der Mosel entlang kann man natürlich auch wunderbar Fahrrad fahren. Ich habe das gesehen bis nach Brauneberg und weiter. Wenn man genau hinschaut, kann man links die Fahrradwege sehen. Wir kommen nach Ürzig.
Wir unterfahren gleich die sogenannte Hochmoselbrücke. Da führt die B50 drüber. Wir kommen gleich nach Zeltingen-Rachtingen, wo wir die Mosel wieder überqueren. Wir fahren hier weiter auf der B53. Hier rechts kann man sehr schön die Mosel sehen. Aber auch immer wieder die Fahrradwege, die entlang der Mosel gehen. Hier links ab geht es über die Hängebrücke nach Wehlen. Hier in Bernkastel-Kues beende ich meine Tour und begebe mich aufs Schiff. Blick auf die Weinberge der bekannten Weinsorten. Zum Beispiel den Gröver Nacktarsch. Wir begeben uns auf die Burgruine Landshut. Ein wunderschöner Blick auf Bernkastel-Kues. Das war unser kurzer Moselurlaub. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.